Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit dem Leben der Bella Grusel. Ja, unsere Bella, die liegt jetzt mit einem Senior hier, nämlich der Friedbert ist ja Senior geworden. Aber auch die Bella hat nicht mehr allzu lange, nur ja gut 10 Tage noch. Ja, ein bisschen geht noch, so. So, wir gucken mal, was macht denn unser Pascal? Der ist momentan hier. Und ich guck mal, irgendwie, Nervus hat ja jetzt, er ist mit Nervus so immer noch verknallt, das hat nichts getan. Aber Nervus ist gerade wütend auf die Bella. Okay, boah, das kriegen wir wieder hin. Das kriegen wir wieder hin. Der ist momentan auch auf Arbeit. So, unsere beiden Jungs, was haben wir denn? Wir haben Sonntagabend. Ihr müsst morgen wieder in die Schule. Macht, dass ihr es euch gut geht jetzt hier. Okay, dann, nee, jetzt hör auf mit Belinda irgendwas zu tun. Und du holst dir mal was zu essen raus. Oh, Kurt, geht es sehr viel besser. Okay, Kurt. Hallo? Was machst du da? Wer hat diesen Werwolf hier reingeholt? Der macht das hier wirklich kaputt, Leute. Wenn niemand jetzt gerade was macht. Ja. Genau. Ne? Dann macht das kaputt. So, Lutz steht mal auf und verjagt den Werwolf. Das kann ich nämlich gerade gar nicht ab hier. So, und danach darf er das aufräumen. Dann müssen wir ein neues Stück Couch kaufen. Ja, und dann kann er mal alle Bücher weglegen, wo auch immer wer welche zu finden hat. So, okay, der ist weg. okay, dann, warte mal. So, dann tschakka, haben wir wieder das kaputte Teil. So was Doofes, oder? Oh, Kurt. Hast du Belinda schon was zu essen gegeben? Du bist meine kleine Schwester. Wir haben den gleichen Daddy. Nur nicht die gleiche Mami. Ja, genau. So, also knuddeln. Genau, dann legst du sie mal wieder ins Bett. Du kannst dir leider nicht gucken, weil du die Erziehung nicht fertig gelernt hast. Aber das könnten wir eigentlich direkt mal nachholen. Wobei wir es wahrscheinlich jetzt natürlich nicht mehr brauchen. Aber egal. Oh, Lutz, bist du immer noch am Buch? Bücher weglegen? Ja, das ist er wohl. So, Friedbert, na gut, der braucht noch ein bisschen, Egon, hast du aufgefuttert? Ja, hat Egon. Benutzen, säubern, dann räumst du deinen Teller bitte noch auf. Dann könntest du, egal. Danach legst du dich ins Bett schlafen. In Unterwäsche. Hier liegt übrigens auch noch was rum. So, okay, Pascal, du wachst auf. Du kannst die andere Seite vielleicht auch mal direkt nochmal... Achso, nee, Moment, du machst das Bett sowieso. Lernen musst du nichts mehr, okay. Dann geh du mal hier in das Bad. Danach kannst du es noch säubern. Und dann gucke ich weiter mit dir. Egon, geh mal ins Bett, bitte. Friedbert kann jetzt auch mal langsam aufstehen. Müssen wir noch? Ja, wir müssen noch Kreativität lernen, Friedbert. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einmal direkt nach oben und spielen. Also das andere, das geht noch. Die Bedürfnisse, das geht noch. Wir müssen um 12, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Lutz muss in etwa eine Stunde. Lutz, wie geht es dir? Oh, ich muss mal gerade meine Katze... Juhu, Nervus. Meine Güte, Nervus. Du bist echt der Hammer. Schon wieder eine Beförderung für Nervus. Er wurde nun zum Cutter befördert. Das Beste an deinem Job. Du siehst all die Patzer, die sich die sogenannten Stars beim Dreh erlaubt haben. Sorgst du dafür, dass sie trotzdem gut dastehen, werden sie sich aus Dankbarkeit mit dir anfreunden. Schließlich möglichst viele Freundschaften. Schließe möglichst, okay, denn es kann nie schaden, die richtigen Leute zu kennen. Er musste ab jetzt von 11 bis 17 Uhr arbeiten, 613 immerhin,
Und noch ein Bonus. Okay, boah, wir haben über 20.000. Das ist echt krass. Okay, das heißt, wir müssen heute um 11 direkt nochmal los. Haben aber dann frei. okay, Moment, jetzt muss... Achso, nee. Nee, wir müssen nichts mehr lernen, okay. Aber, ja, okay, harndrangmäßig. Dann gehen wir mal direkt auf die Toilette und gehen dann in die Bett. Ins Bett, okay. So, wer ist denn das da hinten? Das ist Pascal, na ja. Gut, Pascal, dann wisch nochmal hier auf, wenn du dann fertig bist. Dann ist alles gut. Ach so, und Lutz. Oh, Lutz. Tja, mit dir kriegen wir es jetzt gerade, glaube ich, gar nicht mehr hin. Weder das noch das. Soll ich mit dem hierbleiben und Urlaub machen? Also, ja, weil ihm geht es zum einen nicht so gut. Nee. Du gehst dann einfach so auf die Arbeit, auch wenn du noch ein bisschen müde bist. Das wird schon schief gehen. So, Egon ist im Bett und Kurt lernt Erziehung. Mittlerweile, ja, könnte er auch ein bisschen für andere Dinge noch. Okay, wartet. Dann lasse ich ihn mal auf die Toilette gehen. Und dann darf er auch mal was aus dem Kühlschrank nehmen. Wegwerfen noch das. Und nochmal Reste nehmen. Ich habe heute eine Sprachfindungsstörung. Anscheinend. Nein, Quatsch. Das sollte nur ein Witz sein, ja. Also manchmal finde ich die Buchstaben nicht der Reihe nach. So, Belinda. Nein, Bella, was ist denn heute los? Das ist Bella. So, Bella, Frühstück servieren. Pfannkuchen bitte, mach mal wieder Pfannkuchen. Oh, Pfannkuchen, ja, das ist ja cool. Yes. So, Pascal. Aha. Oh, er hat jetzt endlich seinen Kreativitätspunkt erreicht. Dann gehen wir doch direkt mal hoch. Yay, yay. Gut, super. Dann können wir mit dir nämlich direkt mal kurz baden gehen. Dann machst du das da hinten mal weg. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht... Ah, oh, okay. Planänderung. Geh mal zu deiner Tochter und tu ihr mal die Windeln wechseln. Da bleibe ich jetzt gerade mal kurz hier. Er hat ja noch immer keine Erziehung, glaube ich, oder? Knuddeln, spielen, nee. Ja, Friedbert hat andere Dinge zu tun, als da Erziehung zu lernen. So. Dann kannst du ganz kurz nochmal mit ihr knuddeln. Legst sie danach wieder ins Bett zurück. Gehst dann ins Bad. Baden, benutzen, säubern und... Tschakka! Achso, warte mal. Ah, das kannst du zum Abspülen und dann gibt's Pfannkuchen. Lecker Pfannkuchen. Was machst du? Was machst du? In die Sterne schauen. Na, ich hoffe, dass du nicht nochmal entführt wirst hier, Junge. Ich lass ihn mal einfach machen, oder? Oder? Wann musst du um 9? Könntest auch noch was essen. Aber das könnte ich auch anders machen. Leg mal hin. Ich wollte jetzt eigentlich die Family zum Essen rufen. Welcher ist denn das? Kurt. Ah. Oh, Kurt, du solltest, glaube ich, mal ein bisschen Sport machen. Kann es sein, dass du gerade zugenommen hast? Und irgendwas Spaßiges solltest du auch noch tun. Das können wir doch das eine mit dem anderen gerade verbinden. Und du gehst mal hier ein bisschen schwimmen. Ja, das, genau. Pascal hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt. Er kann jetzt Sternbilder mit dem Teleskop beobachten. Okay. So, also Pascal ist einmal oben. Dann würde ich mal zu dir sagen, komm, geh erst mal... Das nochmal wegwerfen. Ja, Belinda. Danach gehen nochmal hier unten einmal was essen. Friedbert, du darfst auch noch eine Runde hier unten was essen.
Nervus. Oh, Nervus ist jetzt langsam mal wach. Könnte er wach werden. Einmal duschen. Und dann würde ich für dich eigentlich mal sagen, pfleg mal hier. Ich weiß nämlich nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben. Und die Bella, die möchte noch irgendwas. Warte mal, leg das mal weg. Was machst du denn? Okay, Bett machen. Und irgendwas Spaßiges möchten wir mit ihr machen. Was könnten wir denn noch mit ihr Spaßiges tun? Wie ist denn ihr Fitnesslevel eigentlich? Okay, könnte jetzt wieder ein bisschen aufgemöbelt werden. Deswegen schicke ich sie auch mal ein bisschen mit schwimmen. So. Ja, was meint ihr? Brauchen wir noch irgendwas an Sachen, die wir noch unbedingt kaufen wollen oder sollten? Jetzt haben wir Kohle. Ich weiß nicht. Sollen wir es eingrenzen? Also so einen Zaun oder sowas in die Art drumherum machen? Oder sagt mir einfach mal Bescheid. Also es kann immer einen Part lang dauern, dass ich das, die Umsetzung quasi, ich muss mich nur erinnern, dass ich das jetzt gefragt habe. weil es, also jetzt, ihr seht das hier am Mittwoch und ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade Dienstagmorgen 2.50 Uhr. So, das kannst du noch weglegen. Nee, lass die Bella in Ruhe. Oder willst du sie einfach mal halten? Dann halte sie meinetwegen mal ganz kurz. So, du bist noch da draußen. Okay. Was? So, was in der Mittagspause zieht Lutz mit einigen Kollegen los. Im Restaurant bestellt er wegen der gesunden Beta-4-Fettsäuren den Lachs. Doch als das Gericht schließlich serviert wird, kommt der Geruch des Fisches ihm etwas merkwürdig vor. Was soll Lutz tun? Den Lachs trotzdem essen oder mit den kohlenhydratreichen Beilagen begnügen? Wir lassen den Lachs sausen, weil wenn Fisch stinkt. Lutz rührt den Fisch nicht an und isst nur die Beilagen, die jedoch sehr kohlenhydratreich sind. Durch den Mangel an Proteinen sind Lutz Muskeln zu geschwächt für sein Nachmittagstraining und erzielt sich eine Muskelzerrung zu. Lutz verliert etwas seiner Fitnessbegeisterung. Naja, gut. Lutz. Aber das kriegen wir wieder hin, hoffe ich mal. Ja, komm schon. So, jetzt nochmal ganz fix. Also Pascal, was kann ich noch für dich tun? Okay, Pascal und Friedbert, ihr zwei. Unterhaltet euch mal ein bisschen, das ist super. Weil ihr noch gar nicht gute Freunde seid. unsere Bella, die ist mal hier draußen und schwimmt noch ein bisschen. Nervus lernt einen Kreativitätspunkt nach dem anderen wieder. Der ist der Wahnsinn. Der hat gleich wieder seine Kreativität, hat er jetzt gleich voll. Ich lasse ihn mal weitermachen, oder? Egon, ja okay. Warte mal, du kannst nur mal ganz kurz knuddeln mit ihr. Kannst sie dann wieder reinlegen, weil du hast auch noch keine Erziehung gelernt. Und dann steht hier noch ein Teller für dich zum Essen. Und mit dir, du kommst mal rein, duschst nochmal und wischst nochmal auf. Und dann fürchte ich, dass du es nicht mehr schaffen könntest, aber ich sag mal, Nickerchen machen. Wobei, das in einer Stunde, das ist eh zu knapp wahrscheinlich. Naja gut, ist nicht so schlimm, ne? Was mache ich denn für eine Kameraführung? Kann er nur sagen, mal. So, ich habe heute, glaube ich, irgendwie... Keine Ahnung. Ah, guck mal. Da ist Stinky, Stinktier. Pfui, Teile. So, einmal ausschalten, Nervus. Wenn du die Kreativitätspunkte voll hast... Das wäre super. Irgendjemand musste noch zur Arbeit. Das war Pascal, ne? Oder? So, genau. Juhu, wir haben mit ihm wirklich einmal das komplett geschafft. Du bist der Hammer. Echt, Nervus. Du bist der Hammer. Ich weiß ja leider nicht, also hier sieht man es ja leider nicht, in welchem Level man ist. Das ist leider, das ist ein bisschen schade, aber okay. So, mit Sigmund chatten. Chatte doch mal ein bisschen. Ist okay. Okay, dann
Einmal Schulbus für beide. Und dann geh. Das ist okay. Bella. So, meine liebe Bella, ich schicke dich mal hier rein. Und einmal die Belinda zu halten. Pascal, musst du nicht auch zur Arbeit? Achso, nee, das ist Friedbert. Ups. Ich bin falsch. Ich bin doch Friedbert. Nee, leg das wieder hin, das Kind. Aber ich möchte doch gerne Freundschaft mit ihr schließen. Ruf doch mal die Zirze an hier. Du hast die Freundschaft... Oh, anders. Planänderung. Reparier mal. Was macht Nervus? Nee, Nervus. Alles okay. Du rufst auch mal irgendjemanden an. Den Dietmar Bachon. Guck mal, wir müssen bei dir ja wahnsinnig auch mal hier mal ein bisschen die Freundschaften aufbauen wieder. Die sind ja alle runtergerauscht. Und auch zu Bella musste mal wieder ein bisschen lieb und nett sein. Schauen wir mal. Mann. So. Hier, kannst du... Komm schon. Ach, er will sie nicht loslassen, ne? Bella, bleib mal stehen. Gleich ist er weg. Wie, du kannst keinen Hunger haben. Warum hältst du deinen Bauch? Hä? Oh, unser Gärtner kommt. Haben wir eigentlich ein Hausmädchen? Warum geht es nicht, Bella? Na also. Ah, Betty Mio Mojo. Ich sehe mal nach dir. Was ist los? Geh auf die Toilette, da kann ich dir nicht helfen. Ich kann dir mal erst die Windeln wechseln. Eher geht es nicht. Tut mir leid. So, und du, Nervus, du kannst noch ganz kurz irgendwie Chips unten essen. Mehr sind schon gar nicht mehr da, gell? Wir haben nur den Friedbert noch. Der Friedbert, der... Oh Gott, ich glaube, Mechanik 2 hat er ja nur. Hei, hei, hei. Naja. Du schaffst das schon. Da hätte sogar Bella bessere Chancen wahrscheinlich gehabt. Naja, gut. So, ich glaube, ich sage jetzt... Yeah, gut gemacht, sag ich doch. Ich glaube, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ja, unser Gärtner geht auch schon mal nach Hause und Friedbert muss in einer Stunde dann jetzt auch schon wieder gehen. Lutz ist nach Hause gekommen, das war klar, dass er nichts an Beförderung mitbringen wird. Wie sieht der denn aus? Warte mal, ganz kurz einen Blick noch auf unseren Lutz hier. Wenn du mal die Hand wegmachen würdest, würden wir dich auch besser sehen. Wie cool. Ja, er ist jetzt, was, Unteroffizier? Nee, Hochseefischer. Der darf aber jetzt erst einmal schlafen. Und dann müssen wir gucken, was wir weitermachen. So, tschüss und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.